Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Nach Medienberichten wurden bei 9 Raketen- und Luftangriffen mindestens 6 Palästinenser und ein Israeli getötet. Die Gewalt war gestern erneut eskaliert, nachdem militante Palästinenser mehr als 200 Raketen in Richtung Israel abgefeuert hatten. Der israelische Premierminister Netanyahu berief unterdessen das Sicherheitskabinett ein. Gesetzentwurf zur Impfpflicht. Gesundheitsminister Spahn setzt auf Bußgelder von bis zu 2.500 Euro und den Ausschluss vom Kita-Besuch, um Masernimpfungen zu erzwingen. Zum Schutz vor der Infektion sollten alle Kita- und Schulkinder geimpft sein, so Spahn zur Bild am Sonntag, die aus dem Gesetzentwurf zitiert. Nordkorea bestätigt Waffentests. Staatlichen Medien zufolge wurden im Rahmen einer Angriffsübung unter anderem taktische Lenkwaffen eingesetzt. Machthaber Kim Jong-un habe das Manöver persönlich beaufsichtigt. Südkorea reagierte beunruhigt und forderte, die Waffentests zu beenden. Krönungsfeier in Thailand fortgesetzt. Der frisch gekrönte König Rama X. wird heute in Bangkok auf einer Sänfte 7 Kilometer durch die Stadt getragen. Hunderttausende Schaulustige werden dazu in Thailands Hauptstadt erwartet. Papst beginnt Balkanreise. Als erstes stand ein Treffen mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Borisov in Sofia auf dem Programm. Morgen will der Papst eine kleine katholische Gemeinde besuchen und in der Hauptstadt mit Flüchtlingen zusammenkommen. Das Wetter. Heute in der Mitte und im Nordwesten bewölkt, vereinzelt mit Regen, Schneeregen und Graupelschauern. Im Nordosten leicht bewölkt, sonnig und trocken. Höchstwerte 3 bis 14 Grad.